Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Zuschauer, ich habe immer Pech im Leben. Ich weiß noch letztes Jahr an Karneval, wo ich einen coolen Slide hinlegen wollte und mir dabei mein Steißbein gebrochen habe. Ja, heute soll es allerdings nicht um Personen gehen, die übelstes Pech haben, so wie ich, sondern die krasses Glück haben. Zum Beispiel er hier. Da saß er und hier ist irgendwie eine Dachwellblechplane reingerammt. Wo wir allerdings gerade schon bei Autounfällen sind, schaut euch doch bitte mal diesen Typen hier an. Wie viel Glück kannst du haben? Oder hier! Ey, wenn mein Handy da reingefallen wäre, leckt da wahrscheinlich auch noch Scheiße drin. Das ist einfach sein Schlüssel. Der ist in einen Gullideckel gefallen, aber am Gitter hängen geblieben. Ey, wo wir allerdings gerade bei Schlüsseln sind. Das nächste Bild einer glücklichen Person hat auch wieder etwas mit einem Schlüssel zu tun. Und zwar wollte er in einen Fahrstuhl laufen und dabei ist sein Schlüssel hier hängen geblieben. Und dazwischen ist einfach der Schacht des Fahrstuhls. Das heißt, er hätte den Schlüssel wahrscheinlich nie wiederbekommen. Das hier ganz kurz zwischendurch ist ein Oreo mit 3 Ebenen. Mögt ihr Oreos? Weil letztens meine Kumpel einfach zu mir, boah, Oreos, Alter, die hasse ich ja übertrieben. Menschlich sind ziemlich abstoßend. Wo wir allerdings gerade schon beim Essen sind, das hier ist so circa die größte Banane, die ich je gesehen habe. Und bleiben wir direkt bei Obst und Gemüse. Das hier ist, glaube ich, der kleinste Avocado-Kern, den ich je gesehen habe. Kommen wir nun allerdings zu 4 Bildern von Autos, auf die ganz, ganz knapp nur etwas nicht draufgefallen ist. Hier beispielsweise eine Laterne und das Auto hat nicht mal einen einzigen Kratzer abbekommen. Hier beispielsweise sind vor und hinter das weiße Auto ein Baum jeweils hingefallen. Hier der Baum, ey, da braucht man gar nichts mehr zu sagen. Der hat quasi so eine Brücke geschaffen und hier, Digga, der Baum ist einfach an der Stelle genauso abgerundet gewesen und hat deswegen nicht den Golf getroffen. Ey, auf mich würde sogar ein Baum drauf fallen, wenn nicht mal ein Baum neben mir stehen würde. Bei dem Bild hier bin ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt glücklich oder unglücklich ist. Weil, die müssen die Tür ja auch noch aufmachen irgendwie. Viel Glück dabei auf jeden Fall. Wo wir allerdings gerade schon beim Thema Glück sind und wo ich auch hier gerade schon ein grünes T-Shirt anhabe. Oh mein Gott, ist das eine beschissene Überleitung. Ein 5-blättriges Kleeblatt. Ich habe mich früher schon gefreut, wenn ich ein 3-blättriges Kleeblatt gefunden habe. Kommen wir allerdings nun zu 3 Leuten, die nur ganz, ganz knapp einer Verletzung entgangen sind. Und zwar der hier erstmal. Er ist in einen Nagel getreten, der dann allerdings nur so ganz bisschen durch die Haut gegangen ist. Alter, ey, stell mal, also ich will mir das gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn er da komplett reingetreten hätte. Hier, genau das gleiche, nur mit einem Schuh. Und hier hatte die Person einfach Handschuhe an und hat dabei etwas an einer Kreissäge geschnitten und das... Ich glaube, das zeigt schon, dass, ne? Genau. Hier sollte ein Schüler Vögel im Wald beobachten und sie dann halt anhand seines Buches zuordnen. Und da hat sich einfach genau der Vogel gesetzt, wo er gerade beschrieben wird. Ey, ich weiß auch, wie es bei mir damals war in der Schule. Bei mir war es nämlich so, ich habe immer Vokabeln gelernt und einmal habe ich es nicht gemacht. Und da kamen 2 Vokabeltests in Latein. Dieses Eichhörnchen hatte so unfassbares Glück, denn direkt über ihm wurde der Baum abgesägt. Junge, das arme kleine Ding, Alter. Aber es hat ja zum Glück überlebt. Hierzu brauche ich, glaube ich, gar nichts sagen. Also, der LKW-Fahrer muss so ein Selbstbewusstsein haben, Alter. Diese Person hat den besten Spind in der kompletten Schule. Machen wir allerdings weiter mit einer Kellnerin, die einfach das hier als Tipp bekommen hat. Wer gibt 90 Euro Trinkgeld? Diese Person hier war kacken und sein eigenes Klopapier war leer, aber zum Glück hing das von der anderen Toilette daneben so weit runter. Hattet ihr das schon mal? Dass ihr irgendwie zu Hause auch beispielsweise auf dem Klo wart und dann brauchtet ihr Klopapier und da war nichts und ihr seid dann so mit halb runtergelassener Hose durchs ganze Haus gelaufen? Nee? Ich auch nicht. Der Typ hier hat einfach seinen zweiten Dartpfeil genau in seinen ersten Dartpfeil reingeworfen. Zu viel Zielwasser getrunken. Und diese Person hat sich eine Packung Dots gekauft und hat nur die roten Dots bekommen. Ich glaube, Dots ist so ein bisschen vergleichbar mit Haribo und da ist es zum Beispiel bei mir auch so gewesen, dass ich auch am allerliebsten die roten Haribos gegessen habe. Aber es gab auch Leute, die dann so meinten, zum Beispiel Jule, Alter, die mag am liebsten die weißen. Kann es sein, dass du dumm bist? Kommen wir allerdings nur noch schon zum letzten Bild von einer überaus glücklichen Person und zwar hat diese Person einfach 2 Glückskekse in einer Verpackung bekommen. Er bekommt 2 Glückskekse in einer Verpackung. Und bei mir steht in jedem Glückspilzgefühl, du stirbst morgen. An der Stelle möchte ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn euch meine Reaktion auf einige der glücklichsten Menschen der Welt gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Das würde mich sehr, 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 sehr doll freuen. Und abonniert meinen Kanal, falls ihr noch kein Teil der Luke Crew seid. Das ist nämlich super kostenlos. Ihr verpasst keine Videos mehr.